schon anstrengend, gell? Das ist die Schafgabe. Die Schafgabe ist ein Frauenkraut. Ist gut in die Wechseljahre, Unterleibsbeschwerden. Wenn du die Blütenblätter in ein Glas Wasser gibst, dann sagt man, das ist erhellend fürs Gemüt. Das ist der Augentrost. So unscheinbar, gell? Jeder geht einfach immer nur vorbei. Dabei muss man sich mal die Blüte wirklich anschauen, wie hübsch die ist. Der Augentrost ist für die Augen, wie der Name sagt. Tröstet das Auge. Das ist der wilde Thymian. Man sagt auch Quendel. Ist für die Atemwegserkrankungen ganz gut. Und zum Würzen natürlich. Ach, da haben wir die Distel. Wenn man die Blütenblätter ins Wasser legt, dann wirkt es erhellend, das Gemüt. Da haben wir jetzt die Brennnessel. Die Brennnessel, die ist super im Frühjahr. Das ist entschlackend, ist reinigend, ist für die Blase gut, ist fürs Blut gut. Man kann da allerhand machen draus. Man kann Tee machen, man kann Sirup machen, man kann aus den jungen Blättern Spinat machen. Das ist die Kamille. Die kennen wir aus der Kindheit, aus Bauchwehkraut, gell, ist entzündungshemmend, schmeckt auch gut. Das ist der Spitzwegerich. Das erste Hilfepflaster in der Natur, wenn wir unterwegs sind. Das ist das Frauenmantel. Das sind die Blüten und das ist das Blatt vom Frauenmantel. Schaut aus wie ein Umhang. Man hat das Gefühl, es ist mal so eine ölige. Ja.